Nachdenkseiten. Man kann ja nur was stoppen, was man überhaupt geliefert hat. Wenn wir gar keine Waffen geliefert haben, die in Gaza zum Einsatz kommen, um Kinder zu töten, kann ich diese Waffenlieferung auch gar nicht stoppen, wenn wir sie gar nicht geliefert haben. Themenkontext Gaza und Aussagen von Frau Baerbock. Frau Baerbock hatte ebenfalls am 26. Mai erklärt, dass Deutschland keinerlei Waffen an die israelische Armee liefern würde, mit denen Kindern in Gaza getötet werden. Jetzt hat Deutschland ja allein 2023 um die 3000 Stück Panzerabwehrwaffen geliefert, ein Großteil davon vom Typ Matador. Die Hamas besitzt bekannterweise keine Panzer und es gibt wirklich unzähliges verifiziertes Videomaterial, die zeigen, wie israelische Soldaten mit dem Matador auf zivile Infrastruktur zielen und diese auch zerstören. Da würde mich wissen, vor dem Hintergrund dieser Aussage von Frau Baerbock, auf welcher Informationsgrundlage kann Frau Baerbock denn ausschließen, dass bei diesem Einsatz, dem verifizierten Einweis von Matador gegen zivile Infrastruktur im Gazastreifen, keine Kinder getötet wurden? Ich glaube, die Äußerungen der Außenministerin stehen erstmal für sich. Und im Übrigen haben wir ja die Lieferungen offengelegt gegenüber dem Internationalen Gerichtshof und da kann sich jeder darüber informieren. Die Außenministerin sagt, wir liefern keine Waffen, also sehr grundsätzlich, mit denen Kinder getötet werden können. Jetzt gibt es, wie ich das dargelegt hatte, diesen massiv belegten Einsatz der Matador-Waffe. Der Name spricht ja schon für sich. Ich habe Ihre Antwort, ehrlich gesagt, hat sich mir nicht erschlossen. Können Sie mir bitte sagen, auf welcher Informationsgrundlage die Außenministerin so absolut ausschließen kann, dass dabei auch Kinder getötet werden? Ich müsste die Zitate sehen, aber ich glaube, es ging darum, was wir jetzt liefern und momentan sozusagen gibt es in diesem Zusammenhang keine Lieferungen, die Sie erwähnt haben. Es gab die Lieferungen sind sozusagen, das haben wir auch öfter hier besprochen, geht ja auch aus den EGH-Beschlüssen hervor. Es gab eine Steigerung der deutschen Lieferungen direkt nach dem 7. Oktober. Die sind dann zurückgegangen und seit Beginn dieses Jahres hat es praktisch keine Waffenlieferungen mehr gegeben. Ich glaube vielleicht, um das zu ergänzen, ich versuche mich gerade noch daran zu erinnern, was sie gesagt hat. Sie hat sowas gesagt, sie kann nichts stoppen, was wir nicht liefern. So. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage zum Internationalen Gericht.